Stifterversammlung von der Pro Patria Schweiz Zbrig, neues Reglement für die Musikschule Oberwallis und Diplomfeier bei der UMS Zbrig. Das sind die Schlagzeilen vom Samstag, dem 14. Juni 2008. Das sind die Walliser Nachrichten. Schön, schaut dazu. Die Stifterversammlung Pro Patria Schweiz hat sich am Samstag im Stockalper Schloss Zbrig getroffen und auf das vergangene Jahr zurückgeschaut. Dabei hat man betont, dass der Verkauf der Briefmarken und der 1. August-Abzeichen für die Zukunft der Organisation bedeutend seien. Bei einer Konferenz der Allgemeinen Musikschule Oberwallis Zbrig hat man das neue Arbeits- und Besoldungsreglement und die geplanten Umfragen bei Eltern und Schülern im nächsten Jahr vorgestellt. Dazu hat man in der Jahresrechnung ein Plus von 80'000 Franken ausweisen. Im Garten der UMS St. Ursula Zbrig haben der Schuldirektor Arnold Steiner und der Staatsrat Claude Rock am Samstag insgesamt 163 Diplomanden und Diplomandinnen ihre Zertifikate übergeben. Die Absolventen sind von der Handels- und Fachmittelschule, der KBM und der Schule für Berufsvorbereitung. Somme Burger von Obergäschle und Oberwald wählen einen separaten Burgerrat für die fusionierte Gemeinde Obergoms. Ende April hat man zu Obergäschle und zu Oberwald das Begehren für einen separaten Burgerrat mit den gesetzlich nötigen Unterschriften eingereicht. Jetzt kommt es am 28. und 29. Juni zur Abstimmung über einen separaten Burgerrat, wie der Walliser Bote schreibt. Am Freitag hat die Stadtpräsidentin Viola Amherd das Briegerbatter neu gestalteten Dorfplatz und die Weinpresse eingeweiht. Für musikalische Unterhaltung haben da bei der Tambour und Pfeiferverein Briegerbad gesorgt. Am späteren Abend haben sie Unterstützung von der Schweizer Örgeli-Formation Rotobutsche bekommen. Im Rahmen des Alpenstadtjahres Briegleis treten in den nächsten Monaten drei bekannte Bands auf dem Sebastiansplatz auf. So kann man am 21. Juni die Berner Band Zürich West sehen. Am 11. Juli hat Stefanie Heinzmann der zweite Schiftritt im Oberwallis und am 22. August rundet der Polo Hofer mit der Route 66 das Programm auf dem Stadtplatz ab. Dank dem Sonnenschein zwischen den dicken Wolken hat man den Samstag im Oberwallis doch noch vorne geniessen. Schön ähnlich wie hier zu hat es im ganzen Oberwallis nämlich uns gewesen, am Samstag am Nachmittag die Sonne hat trotz viel Wolke immer wieder Flotturmägel. Am Sonntag gibt es dem Talgrund wiederum Sonne, während dem man in höheren Lagen mit viel Wolken und Haar und Haar auch Niederschläge müssen rechnen. Die Temperaturen sind zu gerechnet bei 13, Letschental bei 12 und Zbrig bei 21 Grad. Zum Wochenstart wechseln sich Wolken und Sonne ab. Die Temperaturen fangen an mit 17 Grad und kommen immer höher bis auf 21 Grad am Dienstag und Mittwoch. Die Walliser Nachrichten sind das vom 14. Juni 2008. Die aktuellen Schlagzeilen gibt es natürlich auch am Sonntag wieder, und zwar frisch ab dem 7. am Abend. Bis dann wünsche ich gute Zeit und merci vielmals für's Zuschauen.